Hallo Freunde und willkommen zurück in König Arthurs Grabkammer. Hier sind wir in der letzten Folge hingekommen und hier sieht es sehr unheimlich aus. Ich glaube, irgendwas wird uns hier noch passieren. Ich weiß nicht, ob diese Figur hier lebendig wird, aber es sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus. So, wir wollen aber erstmal schauen, was wir denn hier eigentlich tun müssen. Da vorne ist eine Glocke. Mit dieser Glocke sind wir in der letzten Folge hier runtergerutscht. Von da oben kamen wir. Das heißt, kann ich da eigentlich irgendwas damit machen? Sie leuchtet noch. Möglicherweise hat das was zu bedeuten. Keine Ahnung. Da vorne sieht so aus. Nee, ich dachte eben, das ist vielleicht eine Plattform oder so. Aber ich glaube, das ist doch keine Plattform. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Ah, da ist ein Kronleuchter. Den können wir auch wahrscheinlich ziehen. Also hier wieder vielleicht irgendwas zerstören damit. Ich bin mir noch nicht sicher. Und da haben wir ein Gewicht, auch das leuchtet. Können wir da auch den Haken dran machen? Nee. Will sie jetzt nicht. So, hier sind lauter Gräber. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ansonsten sieht es nämlich so aus, als könnte man da gar nicht viel machen in diesem Raum. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parzival und Bors. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Vielleicht. Und zumindest blinkt jetzt dieser Grabstein. Nee, Grabstein, dieses Grab. Irgendwas können wir damit wahrscheinlich machen. Wir können es ziehen. Und vermutlich auch drücken. Und dann können wir auch draufsteigen. Jawohl. Das heißt, irgendwohin müssen wir das jetzt bewegen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wohin. Vielleicht dahin. Müssen wir da irgendwie draufkommen oder so? Wir probieren es einfach mal. Ich ziehe jetzt mal hier dieses Grab. Warum will ich denn eigentlich immer Grabstein sagen? Ja, so rum geht's auch. War zwar anders geplant, aber was soll's. So, besser Ziegeln hier. So. Nee, noch ein Stück weiter. So, jetzt probieren wir das mal. Okay, scheint, dass es nicht funktioniert. Lara will nicht so ganz. Nee, die springt vorbei. Trotzdem ist es wahrscheinlich für irgendwas gut. Aber Moment mal. Wir können wahrscheinlich dahin springen. Ja, genau. Sehr schön. Und von da aus dann hier an das Seil. So, die Glocke da vorne geht hoch. Das ist aber auch komisch. Wieso geht die Glocke wieder runter, wenn ich nur so... Doch, das geht. Warte mal. Das geht langsam. Ja, aber die Frage ist, was sollen wir jetzt machen? Wir können zwar so die Glocke bewegen, aber was hat es hier mit diesem Kronleuchter auf sich? Der steht natürlich genau vor dieser Glocke. Ist da sonst noch irgendwas? So, die Glocke geht langsam wieder runter. Klar, das Gewicht geht wieder hoch. Und wir haben hier diesen Kronleuchter. Also das Einzige, was mir jetzt einfällt, dass wir vielleicht irgendwie diese Glocke treffen müssen oder so. Weil ansonsten sehe ich auch überhaupt gar nichts hier. Die Frage ist natürlich nur, schaffen wir das auch schnell genug? So, wenn ich denn jetzt hier ziehe. So, dann lass mal los. Nochmal. So, und jetzt mal schnell da hoch. Mal gucken, ob es geht. Ah ja. König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, da siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Sip, was ist los? Okay, irgendwas ist da oben gerade passiert. Ich weiß nicht so ganz was. Da vorne öffnet sich die Tür wieder.
Und wir kommen wieder dahin, wo das Wasser war. Und wo diese Glocken oder diese Käfige standen. Ne? Was waren das? Käfige oder Glocken? Keine Ahnung. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, dass es hier bald rund geht. Ach du Scheiße. So, was sollen wir jetzt machen hier? Ich habe keine Ahnung. Wir können da drauf schießen. Aua. Anscheinend sollen wir nicht ins Wasser. Okay, ganz so viel Energie kostet die nicht. Die Schlange da, oder was es auch immer ist. Ja, doch mal auf hier. Jetzt spritzt da auch noch irgendeine Säure auf mich. Verdammt nochmal. Also, wir können das hier vibrieren lassen. Ich gehe nochmal in die Richtung. Wir müssen doch da irgendwas machen. Aber ich soll nicht ins Wasser. Die Frage ist nur, wie wir an diesen Hebel drankommen. Oder ich gehe nochmal zurück. Hier, komm. Wir gehen einfach weg. So, die Schlange ist da vorne. Verzieht sich wieder. Nee, die kommt auf der anderen Seite wieder hoch. Was sollen wir da machen? Wir können mit Hilfe unserer Pistole Geräusche machen. Und wahrscheinlich können wir da diese Schlange auch irgendwie ablenken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie. Verdammt nochmal. Aber das Problem ist, wir kommen ja auch an diesen Hebel gar nicht dran. Ach doch, warte mal, ich habe eine andere Idee. Nee, warte mal. Und da sind wir leider schon wieder ins Wasser gefallen. Ich werde jetzt mal kein Verbandsfäckchen nehmen. Wenn wir hin sind, sind wir halt hin. Und dann starten wir wieder an der Stelle. Ich glaube, so geht's aber. Nur muss die Schlange wirklich richtig stehen. Also hier nochmal richtig Radau machen, dass die Schlange auch wirklich ihren Kopf dahin stellt. Scheiße. Ja, das bringt doch so überhaupt gar nichts, ey. Das ist ja ein Kilometer entfernt, verdammt nochmal. Komm, wir probieren es nochmal hier. Ja, super, ey. Okay. So ist es richtig. Wahrscheinlich bei allen Vieren müssen wir das schaffen. Das heißt, ich baller mir jetzt trotzdem nochmal ein Medikit rein, oder? Zu langsam. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, ich überlege gerade. Aha. H für Gesundheit. Okay, Health. Ich vergesse das jedes Mal hier wieder. Jawoll. So, das heißt, jetzt fehlen noch zwei, glaube ich. Wenn ich mich nicht verschaut habe. Scheiße. Ja, das war zu langsam, glaube ich. Ja, können wir wieder abhauen hier. Das bringt so leider überhaupt nichts. Wir können uns auch hier durch die Gegend rollen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ziel, Lara! Scheiße, wir waren zu langsam. Einen Tick zu langsam. So, komm nochmal. Scheiße. Ach, Mist. Und schon wieder einen Tick zu langsam. Ich drehe nochmal durch, Leute. Das ist auch ein bisschen bescheuert, dass die immer im falschen Moment nachladen muss. So, komm jetzt. Komm, Schlange.
Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn los? Die Lara ist einfach zu langsam. Ich habe mir jetzt noch ein Verbandspäckchen reingeballert, aber so langsam, aber sicher gehen uns die Verbandspäckchen aus, beziehungsweise das war schon das letzte. Ach, und schon wieder zu langsam. Ich weiß es doch genau. Ach, Leute. Beziehungsweise, warte mal. Es geht mir schon wieder ein bisschen auf den Keks. Wir gehen mal auf das andere hier. Da vorne ist ja noch eins. Komm, hau ab, Schlange. Ja, sehr schön. Wieso hat es bei dem anderen nicht geklappt? So, jetzt haben wir nämlich nur noch einen Teil vor uns. Das werden wir doch noch wohl irgendwie schaffen hier. Ja, und diesmal war ich wieder zu langsam, weil ich auf die falsche Taste gedrückt habe. Ich habe hier Probleme mit dieser Seite, das gibt's doch gar nicht. Lara, zieh, zieh, zieh. Ja! Sehr schön. Wir haben es geschafft. Und da vorne ist ein Ausgang. Ja, und ich sehe schon, da haben wir sogar eine Treppe bekommen. Die alte, verrottete Schlange können wir als Treppe benutzen. Und jetzt können wir wahrscheinlich auch sogar wieder ins Wasser springen. Dann machen wir das doch einfach mal. Gehst du da vielleicht auch mal hoch, Lara? Oder gehen wir da hoch? Wir probieren's. So, hier geht's auf jeden Fall hoch. Und da ist die Schlange. Sieht irgendwie so ein bisschen ekelhaft aus. Da ist der Kopf der Schlange. So, und da kommen wir wahrscheinlich hier hoch. Beziehungsweise bei meinem Glück. Nee, wir haben es geschafft. Ich wollte gerade sagen, bei meinem Glück falle ich gerade wieder ins Wasser. Aber wir rennen jetzt einfach mal diesen Weg lang hier. So, und es geht auch direkt weiter. Nicht der Level Schluss, wie ich eben gerade schon gedacht habe, dass das Level jetzt vorbei ist. Aber ganz so leicht geht es dann scheinbar doch nicht. So, und das sieht auch ziemlich stark aus. Wenn ich das mal sagen darf, da können wir runterrutschen. Müssen wir doch bestimmt im richtigen Moment springen. So! Was ist denn hier los? Schenkt die's tot! Und da hat sich die Schlange wieder verzogen. Sie hat Angst gehabt, dass sie eine Kugel abbekommt. Dabei kann ich mir vorstellen, eine so kleine Kugel hätte der großen Schlange wahrscheinlich gar nicht viel ausgemacht. Wobei natürlich, wenn man direkt ins Auge schießt, wäre dann ja ungefähr so, als würde man eine Stecknadel ins Auge bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr unangenehm ist. So, hier haben wir noch einen Secret. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Und ich weiß generell jetzt momentan überhaupt noch nicht, wie es hier weitergehen soll. Da ist irgendein Holzgerüst. Aber da können wir da dran springen? Nö, können wir nicht. Ist aber unfair. Ich will doch da dran springen. Ach, wir können das ziehen. Nee, geh mal dahin. Nicht dahin. Oder können wir da drauf schießen? Nö, auch das nicht. Doch. So, wir haben das Seil abgeschossen. Das ist schon mal ganz toll. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn hier weiter? Hm, keine Ahnung. Wir stehen vor einem Rätsel, würde ich sagen. Hm. Warte mal, da vielleicht? Nee, da kommen wir auch nicht dran. Und was sind das überhaupt für komische Geräusche im Hintergrund? Moment mal, vielleicht können wir da hin. Nee, auch da geht's nicht hoch. Sag mal, Leute, jetzt stehen wir hier in diesem kleinen, verkackten Raum und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht oder was. Ja, wir haben es bis hierhin geschafft, ey.
ist jetzt alles kaputt hier. Was hat's mit diesem Seil auf sich? Verdammt nochmal. Ah, warum nicht gleich so? Verdammt nochmal. Auf die Idee muss man erstmal kommen hier. So, und jetzt können wir ein bisschen schwingen, ne? Da kommen wir rüber auf die andere Seite, wobei ich da auch nicht weiß, wie es weitergeht, aber da ist, glaube ich, ein Hebel, den ich mich nicht verschaut habe. Sieht ganz gut aus. Und weiter, jawohl. So, jetzt drücken wir mal den Hebel hier. Oh ja, und es geht direkt weiter. So, da geht's runter. Die Musik geht an. Es klingt nicht so gut. Es macht mir so ein bisschen Angst, diese Musik. Ich sehe sie! Wie sind die da durchgekommen, die Penner? Der ist zu weit weg. Aber der kommt bestimmt gleich näher. Nix Feuer. Oh, der Penner, der wirft dramatisch. Scheiße. Alter Penner, du. Du Schwein. So, hier ist noch ein Mudpäckchen. So, das habe ich mir gegönnt. Wenigstens etwas. So, haben wir diesen Hebel schon gedrückt? Nee, ne? Ach, guck mal, da hätte ich die verbrennen können, ich Idiot. Ja, sowas hätte man halt vorher wissen müssen. Aber ist doch egal. So, ich glaube, da vorne liegt noch ein Verbandspäckchen. Ja, danke schön. Die Frage ist natürlich, müssen wir jetzt hier wieder wirklich zurücklaufen? Wo sind denn jetzt hier die Gegner? Da oben. Komm, hör doch mal auf, da so rumzuzappeln, da fliegt das Verbandspäckchen runter. Ja, aber jawohl, was will man mehr? So, der ist auch hin. Und das Verbandspäckchen sammeln wir auch ein. So, jetzt haben wir hier wieder diese Kiste, die steht da draußen rum. Die können wir wahrscheinlich wieder benutzen hier. Jawohl. So, wir gehen weiter. Und hier ist wieder ein Speicherpunkt. So, die Frage ist natürlich, wo bin ich überhaupt hergekommen? Das ist hier wirklich die große Frage. Boah. Wo ist denn hier der Gegner, ey? Greif von der Seite an! Ja, greif von der Seite an. Wo ist denn hier jemand? Ach, da vorne. Durch das Gitter, die Schweine. Da hinten auch. Komm, komm rüber und trau dich. So heiß ist es gar nicht. Es geht aber rund hier, du. Ach, Mann. Ich wollte doch den Schalter hier benutzen, den Hebel. Aber irgendwie will den Hebel gar nicht benutzen. Warum? Nö, die will den nicht benutzen. Frechheit. Wir müssen hier wirklich mit unserer Kiste weitermachen. So, wir haben ja hier noch welche. Das heißt, wir werden die Kiste mal drehen und dann da weiterlaufen. So. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so richtig ist, was wir hier machen. Aber ich probiere es einfach. So, schaffen wir das? Komm, ich springe da jetzt einfach drüber. Scheiß drauf. Oh, das hat schon so ein bisschen wehgetan eben gerade. Aber das ist nichts für Bandspäckchen. Ach nee, Leute. Ach, wir können ja die Kisten auch so holen, ne? Na komm. Dann machen wir es halt nur mit einer Kiste. Mit zwei Kisten. Mit zwei Kisten hätten wir uns schon wahrscheinlich weniger wehgetan. Aber wir machen das Ganze mit einer Kiste. Ich bin es ja gewohnt, mit einer Hand zu machen. Kryo labert wieder Schwachsinn, Leute. Ich bereue es immer hinterher, wenn ich sowas gesagt habe. Da ist noch Verbandsfaction, okay. Und der nächste Penner. So. Ah ja, okay. Ich glaube aber, wir können hier drüber springen.
So, jawohl. Und da ist wieder ein Speicherpunkt. Und Gegner. Schön umgerannt. Ach, jetzt müssen wir da komplett wieder raus, oder was? Ey, leck mich doch. Hoffentlich können wir den Fahrstuhl benutzen. Hallo? So, weiter hoch fährt er nicht, oder was? Nee, wir können es nicht mehr benutzen. Okay. Das ist aber ein bisschen komisch hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Von da an die Treppe. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich kann es nicht gut sehen. Ah. Das war jetzt wirklich nur Zufall gewesen. Aber so müsste es gehen. Jawohl. Da hinten liegt ein Siegfried, ich weiß. Ihr kennt mich aber, was ich von Siegfrieds halte. Braucht kein Mensch. Da ist sogar ein Hund. Ein Killerhund. Das ist bestimmt ein Kampfhund. Und deswegen sind die auch verboten, diese Hunde. Weil immer nur kämpfen. Och, Alter. Sag mal, der ist direkt vor mir. Ich treffe ihn überhaupt gar nicht, ey. Ich möchte mal einen echten Menschen sehen, der gefühlte 15 Schuss aushält, bevor er umfällt. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das alles so realistisch ist. Da ist wieder eine Kiste, wahrscheinlich werden wir die gleich brauchen. Ist die nächste Kiste. So, ich bleib jetzt einfach mal stehen, ne? Klappt doch hervorragend. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn der Säckel auch mal ein Verbandspäckchen fallen lassen würde. Ach du Scheiße. So, ihr könnt mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich mache jetzt einen kleinen Rückzug. Beziehungsweise, wir könnten auch mal eine Granate hinwerfen, ne? Wenn ich schon wüsste, wie das geht jetzt. So, ich gehe jetzt erstmal hinter die hier. Dann machen wir das halt so. So, halt die Schnauze hier. Da nutzt ihr auch dein Schick nichts. Wenn du zu langsam bist, dich umzudrehen. Und da ist wieder ein Verbandspäckchen. Ach, wir haben schon drei. Warte mal, dann baller ich mir nochmal eins rein. Dann können wir das nämlich einsammeln. So muss es sein. Und hier geht's wieder hoffentlich nach außen. Ich sehe es. Ach nee. Was ist los? Hallo Freunde. Hey Lara, was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet und natürlich auch diesen Abschnitt abgeschlossen. Sehr schön. Sie haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Wollen Sie es ausprobieren? Gehen Sie in Laras Schlafzimmer oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level laden. So, wir haben 1 Stunde und 8 Minuten für diesen Abschnitt gebraucht. Und wir sind wieder einen Level weiter. So. Toll. Croft Manor. Das ist toll. König Arthurs gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst.
aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder Herr Rutland? Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, alles da? Ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor. Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und Sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Das Wrack müsste gleich auf der anderen Seite sein. Ich sehe gar nichts. Sind wir wirklich richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. So, Freunde, wir sind entweder im letzten oder im vorletzten Abschnitt, ich weiß es gar nicht. Aber schaut mal, wie schön die Augen geschminkt sind. Das gefällt mir, sieht richtig schick aus, Lara. Hat übrigens auch einen straffen Busen, ob der echt ist, ich weiß es nicht. Nun gut, Freunde. So, bevor ich wieder ausfallen werde, werfen wir nochmal schnell einen Blick hier drauf. Sieht schon wieder sehr abenteuerlich aus. Und ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.